So, liebe Fußballfreunde, 439 Folge, also die Folge 439. Es geht in die Saison 2021-22. Und da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Joel Palompalo steht Ihnen heute zur Verfügung. Den haben wir zurückgekauft. Das habe ich ganz vergessen während meiner Pause. Tja, da wollen wir auch gleich begrüßen. Also vorne im Sturm gibt es jetzt Gedrängel. Ganz klar. Mal ein bisschen Dribbling machen. Und wie geht's weiter? Jährlicher Bericht. Dass der Verein der Saison mit einem Verlust von 21,81 Millionen abgeschlossen hat. Im letzten Jahr waren es nur 4,62. Das ist natürlich dramatisch, ne? Das sind hier Trainer, die ihre oder Spieler, die ihre Karriere beendet haben. Borswick Jackson hat mittlerweile, fällt damit nicht mehr in die Ausländerregelung. Okay. Schusskraft, da musst du dich verbessern. Okay, da können wir mal gucken. Ja, nehmen wir das mal hier raus, das Dribbling, und nehmen Schusskraft rein. Machen wir aber bis 80. So, Suarez zählt nicht mal als Ausländer, okay. Was gut trainiert, kann ich ihm sagen. Also wie gesagt, die Mannschaft steht ja eigentlich vom Kader her. So, und hier begrüßen wir jetzt die neuen Spieler. Domingo ist neu bei mir. Da müssen wir, glaube ich, einen Dolmetscher. Nein. Ist in der zweiten Mannschaft. Okay, warum der vereinslos jetzt ist, er ist doch bei uns jetzt. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ja, gucken wir mal. Mal spannend, ob bei ihm jetzt auch vereinslos steht. Ne, da ist das Wappen von uns. Was sagen. Herzlich willkommen. Drin mit der ersten Mannschaft und Dolmetscher anstellen. Ich habe fast die Befürchtung, als wenn die noch in der, nee, in der zweiten Mannschaft. Hernandez. Dem kann ich jetzt nichts sagen. Da ist auch vereinslos. Weiß nicht, woran das liegt. Aber unser Wappen schon. Okay. Dolmetscher, Trainingsziele. Ballkontrolle. Das ist ja ganz schlecht bei ihm hier. So. So, Freunde, gucken wir erstmal rein. Finanzstatus. Nur 1,9. Und wir sind hier schon in den Miesen, ne? Leute, seht ihr das? Gucken wir mal bei Verträgen. Also wir müssen uns von Spielern trennen. Das ist definitiv so. Ja. Kommen wir jetzt nicht drum herum. Tobias Ahrens müssen wir anbieten. Genau wie Sami Khedira müssen wir anbieten. Wir müssen uns, Kühnemann müssen wir anbieten. Wir müssen uns von einigen Spielern trennen. Das ist definitiv so.
in der nächsten Saison. Ja, wir müssen Geld in die Kasse bringen. Kriegen. Wir müssen einen Aderlass machen, da kommen wir nicht drum herum. Alvarez wollen wir auch gehen lassen. Der hat uns nicht viel gebracht. Und das meiste Geld wird uns Reimann bringen. Pah. Gehen wir mal rein in die Saison. Schauen wir mal, was passiert. So, hier kriegen wir ein Angebot. Ah, das ist natürlich zu weit unten. Ne? Wir gehen mal ein bisschen entgegen. Forderung stellen. Das können wir so lassen. So, jetzt kriegen wir hier ein Angebot, das lehnen wir aber ab, weil Heinze ist mehr wert, aus meiner Sicht. Da können wir auch gleich mal gucken. Mal sagen, du musst körperlich stärker werden. Trainingsziel. Läuft noch. Und wir müssen ihm... Ich will mal gucken, wo unsere zweite ist. In welcher Klasse sie spielen. Wir haben es tatsächlich geschafft, aufzusteigen. Wir sind in der dritten Liga. Yeah, yeah, yeah. Kann ich mal hier einschreiben. Zweite Mannschaft. Aufstieg. Geschafft. Also das ist natürlich für den Unterbau schon mal gut. So, jetzt müssen wir noch mal hier reingucken. News Center. Wie sieht es aus bei den Krediten? Was müssen wir da noch abbezahlen? 15 Millionen noch. Eieieiei. So, und dann kommt das nächste Angebot rein. 1,8 Millionen. Also wir lehnen das ab. Wir wollen Heinze behalten. Da können wir verhandeln. So, auf der Website gibt es eine Nachricht. Hansa Rostock Jugendspieler Domingo verpflichtet. Bin gespannt, wie er bei uns jetzt in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga einschlägt. Ansonsten gibt es jetzt keine großen neuen Nachrichten. Schauen wir mal weiter. So, hier liegt das Angebot vor. Da können wir also unterzeichnen. 150.000 ist besser wie nichts. So, wir sind jetzt bei Ahrens bei 6,5 Millionen angekommen. Marktwert ist aber 7,25. Ich versuche mal dahin zu gehen, ob sie darauf eingehen. So, Sami Khedira kriegt ein Angebot. Das nehmen wir an. Und zwar von Rapid Wien. Das nehmen wir auch an hier von Basel. Und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt hier im Trainingslager auf Mallorca. Nicht um beim Ballermann zu feiern, sondern um uns fit zu machen. Ne? Und hier sehen wir es. Einigung Rapid Wien. Bin mal gespannt, wie es weitergeht mit ihm. Hier kriegt er noch ein Angebot von Young Boys, der Meister. Und FC Sevilla, vielleicht wieder nach Spanien zurück.
Schauen wir mal, wie es mit ihm weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall Geld in die Kasse kriegen, ihr habt es gesehen. Sonst haben wir eine ganz dramatische Saison vor uns. Es hilft alles nichts. Ja, und warum er hier immer wieder... Ich habe ihn doch von der Transferliste genommen. So, ich hoffe, dass sie jetzt Ruhe geben. Werden wir natürlich ablehnen. Und weiter geht's. Ja, für Tobias Ahrens ist es jetzt so, da, also wir schlagen jetzt zu, weil wir auch das Gefühl haben, dass der Verein nicht mehr bieten kann. Also wir unterzeichnen, dann muss er gehen. Wir haben mit Poyan Palo und noch anderen guten Stürmer geholt. Müssen wir leider das Traumduo da vorne auseinandernehmen. Weihrauch und Ahrens hilft ja nur alles nichts. Wir brauchen halt Geld in die Kasse, das ist definitiv so. Ihr seht ja auch, dass ich mich gar nicht mit neuen Käufen beschäftige. So, er muss jetzt mal gucken, ob er das für sich auch so machen will. Ersten Gespräche werden geführt. Und hier wird Basel genannt als möglicher Favorit für Sami Khedira. Tja, es geht nicht anders. Wir müssen tätig werden. Wir brauchen Geld. Die Innenverteidiger Alvarez und Dings lassen sich nicht verkaufen, Cora Günther. Die werden wir wahrscheinlich behalten müssen. So, er wechselt nach Basel. Jensen wechselt auch. Dann schauen wir mal, ne? So, was gibt's Neues von der Website? Eintracht Frankfurt, Armin Fee verleiht Leit Fabian Zech. Das ist der Mann hier. Hier bei Bayern München wird Holger Badstuber verkauft. Und die Rostocker werden Fabian Kühnemann nicht los. Ja, das ist leider so, das stimmt. So, hier müssen wir jetzt vornehmen für den internationalen Wettbewerb. Muss ich mal gucken, weil Ahrens ist ja jetzt schon, glaube ich, raus. Den muss ich rausnehmen. Dafür muss ich einen anderen jungen Mann hier reinnehmen. Können wir Yannick Steinkrug reinnehmen. Okay. So, jetzt ist es amtlich. FCB-Fans begeistert. Tobias Ahrens kommt von Hansa Rostock. Also FC Basel wird jetzt einen neuen Topstürmer bekommen. Er hat 55 Ligaspiele bei uns bestritten, ist seit 2019 bei uns und hat 45 Tore erzielt. Das ist natürlich eine gigantische Bilanz. Wir werden ihn immer so ein bisschen verfolgen. Aber wir brauchten das Geld jetzt, also das war jetzt für uns mega wichtig. Okay. Ja, Ronny Markus ist hier sauer, verliert 10 Moralpunkte. Das kann ich natürlich verstehen, es wird jetzt hier so ein bisschen das Mannschaftsgefüge auseinandergerissen. Das ist so. Lars Bender kommt wieder rein. Und vorne in Sturm geht jetzt Poyan Palo. Dann haben wir Gifaltson. Und Max Münch hatte ich ja gesagt, der soll jetzt in die Reserve zurückgehen. Max Münch, bitte nicht sauer sein, aber du musst erstmal noch so ein bisschen an Erfahrung sammeln. Und Zatten geht hier auch in die Reserve. Das ist jetzt hier die erste Mannschaft. Und bei Cora Günther und Dings nehmen wir das jetzt zurück. Beziehungsweise wir versuchen es nochmal. Aber ich glaube, da wird nichts. Wird nichts gelingen. Ja, ich gehe nochmal zurück. Also Cora Günther nehme ich jetzt runter von dieser Vertragsgeschichte. Den lassen wir jetzt doch drin, aber Alvarez versucht mal loszuwerden. Mustafi, haben wir den auch auf die Dings gesetzt? Muss mal gerade gucken.
kann man sogar ein bisschen so. Und dann nehmen wir bei Alvarez, nehmen wir das jetzt auch noch mal raus. Und bei Mustafi werden wir, Mustafi nochmal anbieten. Vielleicht kriegen wir den eher weg. So, wir kriegen ein Angebot von für Mustafi. Da müssen wir noch ein bisschen runtergehen mit unseren. Ich versuche es mal Forderung zu stellen. So, und wir haben jetzt hier mit Christoph Kramer verhandelt für die defensive Mittelfeldposition. Ich denke mir mal, dass wir ihn da hinkriegen können. Der wird auch mit. Ja, ich kann ihn vielleicht wieder zum Nationalspieler machen. 2 Millionen Gehalt ist natürlich arg viel. Da müssen wir ein bisschen runtergehen. So. Vielleicht können wir ihm anbieten, Posten am Karriereende. Und eine Option für ihn. Und hier bei der Meisterprämie auch ein bisschen mehr. Und mal gucken, ob er drauf angeht. Ja, Aschall kriegen wir hier anscheinend weg. Ich habe noch ein paar kleine Überraschungen für euch. Lasst euch mal dann in den nächsten Sekunden, Minuten davon überzeugen. So, Neues von der Website. Dahoud fürs Mittelfeld nach Hannover. 25 Jahre, ja, das ist kein schlechter Mann. Jason Lee meldet Verzug. Kräuter führt. Gucken wir mal. Innenverteidiger, okay. Und so geht's weiter. So, jetzt muss ich die Bombe platzen lassen. Edin Dzeko, er ist jetzt schon 35 Jahre, hatte keinen Verein mehr und ist noch verletzt. Also es ist ein Risiko für uns, ohne Zweifel. Aber wir versuchen es. Und wenn er für uns nicht gut ist, dann für die zweite halt. Vom Gehalt her geht das eigentlich. Ja, du bist Stammspieler, kann ich ihm nicht sagen. Ich gebe ihm jetzt hier mal ein bisschen mehr und mittelfristig wirst du Stammspieler. Versuchen wir mal. Versuchen wir es mal. Es gibt noch was Gutes. Unsere Reserve hat das erste Pflichtspiel in der dritten Liga hinter sich gegen FC Bayern München 2 mit einem 0:0 konnten wir da einen Punkt holen und bester Spieler war der junge Verteidiger hier. Den haben wir ja, glaube ich, geholt von Arsenal, genau. Vielleicht ist das mal einer, der uns aus unserer Innenverteidigerkrise rausholt. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir hier beim Angebot Basel 2,1 Millionen. Ich versuche mal auf 2,5. Mal sehen, ob es klappt. Schauen wir mal. So, wir haben neue Spieler. Da haben wir einmal hier den guten Hofstetter. Und wir haben Kramer bekommen. Und, ja, den habe ich euch noch gar nicht verraten. Ron-Robert Zieler. Das hat jetzt natürlich einen Hintergrund, das werde ich euch gleich sagen. So, Ron-Robert Zieler, 35 Jahre alt. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Das werde ich euch gleich sagen. So, Kühnemann haben wir verlängert. Warum mache ich das? Weil wir nochmal viel Geld reinholen können mit einem Verkauf und das tut mir weh, aber ich muss es machen. Marc Reimann muss uns aus finanziellen Gründen verlassen. Definitiv so. Ich werde ihn jetzt auf die Transferliste setzen. Wir werden es mal versuchen mit
24 Millionen. Ja, Markt, falls du zuschaust, tut mir das natürlich leid, aber wir müssen das jetzt riskieren. Wir müssen es riskieren. Wir brauchen Geld in die Kassen und das ist jetzt ein Spieler, ein Eigengewächs, der uns jetzt viel Geld bringen kann und das müssen wir versuchen. Wir sind finanziell auf dem Tropf, hängen wir am Tropf. So, und da ist es auch, Schalke hat ja schon mal, ich glaube, da hat er sogar schon mal gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Er ist der Nationaltorwart, er bringt uns jetzt 24 Millionen. Es ist die schwierigste Saison, seitdem ich jetzt hier für Hansa Rostock Trainer bin in der ersten Liga, muss ich sagen. In der dritten Liga war es natürlich noch schwieriger, aber wartet mal. Oh, meine Grippe macht mir zu schaffen. Egal. Ja, es ist nun mal so. Ich muss unterzeichnen. Schalke kriegt die Chance. Und hier sagen wir jetzt bei den Young Boys, sagen wir für Mustafi auch ja. Und dann schauen wir weiter. So, Mustafi, wo ja auch einige von euch schon gesagt haben, das ist ein Auslaufmodell, geht weg. Young Boys und ja, wünschen wir ihm alles Gute. Ne? Das ist jetzt natürlich die Hammer Personalie von Rostock. Vielleicht auch die Hammer-Personalie in der Bundesliga. Schalke einigen sich. Beiden Manager Fritz Meloni und Timo Pamminger haben sich heute grundsätzlich über einen Wechsel von Marc Reimann geeinigt. Mir reißt es fast das Herz raus, weil er ist einer von uns. Aber ihr habt es ja gesehen, finanziell sind wir am Tropf. Und wenn wir die Mannschaft noch international in irgendeiner Form funktionsfähig haben wollen und wollen am Ende der Saison nicht Probleme haben, dass wir nachher keine Spieler mehr holen können, mussten wir jetzt reagieren. Ich weiß, es wird Kritik hageln, aber ich bin der Boss hier, ich muss entscheiden, also muss ich das durchziehen. Jetzt schaltet sich noch überraschenderweise Bayer Leverkusen ein. Da unterzeichnen wir auch mal. Und bei Mustafi kriegen wir sogar noch ein besseres Angebot von Basel. Mal gespannt, wo er hingeht. Ja, das mit Edin Dzeko hat nicht geklappt. Der wechselt nach Mainz 05. Da kriegt natürlich Mainz einen absolut Top-Stürmer nochmal in ihre Reihen, auch wenn er jetzt schon älter ist. Aschall wechselt nach Bolton Wanderers. Ja, schade, ne? So, jetzt kommt die nächste Überraschung rein. Der Hamburger SV hat sich wegen einem Kauf von Max Münch gemeldet. 1 Million für so einen jungen Burschen ist viel Geld. Werden wir mal verhandeln. Und für ihn natürlich eine Riesenchance, ne? Das darf man nicht vergessen. Zur Saisoneröffnung unter den Fans wird offensichtlich heiß diskutiert, ob die neuen Spieler auch eine Verstärkung der Mannschaft sein können. Man glaubt nicht, dass sie eine echte Verstärkung sind. Beliebtheit bei den Fans. Ja, wie gesagt, ich stehe vor einer ganz schweren Saison, ich weiß. Ja, und da sehen wir es, der HSV bietet 1 Million und ja, tut mir jetzt leid für Max Münch, dann wird er auch ziehen müssen, aber ich kann ihm diesen jungen Spieler diese Chance nicht verballern, Hamburger SV. Ich weiß gar nicht, ob die noch drinnen geblieben sind, da müssen wir mal gucken, oder ob sie jetzt in der zweiten Liga sind. Wir unterzeichnen. Jo, und da sehen wir gerade die nächste Nachricht einflattern. Marc Reimann kommt von Hansa Rostock, Fans der Königsblauen begeistert. Für 3 Jahre beim FC Schalke unterschrieben. Wir wünschen ihm alles Gute, wir wünschen ihm natürlich viel Glück. 24 Millionen, da konnten wir jetzt nicht drauf verzichten. Und es ist eine Schwächung für uns, aber wir haben mit Ron-Robert Zielert, denke ich mir, einen guten Mann, der jetzt zwar schon im hohen Alter ist, aber für einen Torwart geht das ja noch. Und vielleicht kann er uns nach 1-2 Jahren da helfen. Und dann haben wir ja einen guten Mann hinten dran stehen, den Italiener, der uns da vielleicht auch in die Fußstapfen von den großen Fußstapfen von Marc Reimann reinwachsen kann. Wir sagen bei Marc, alles Gute für dich. Wir müssen dich leider abgeben, weil unser Verein finanzielle Schwierigkeiten hat und wir vor einem ganz schweren Jahr stehen. Das ist definitiv so. Und hier sehen wir es auch auf der Website. Marc Reimann nimmt nur ungern Abschied vom Hansa Rostock. Aber wir müssen es machen. Wir müssen es machen. So, und dann haben wir auch noch einen weiteren Wechsel zu vollzeichnen. Mustafi wechselt jetzt nach Basel, das ist definitiv so. Auch ihm alles Gute. Hat eine Zeit bei uns gehabt, wo es auch für ihn gar nicht so schlecht lief, aber am Schluss war er nur noch ein Auslaufmodell. Und deswegen sagen wir bei
Lieber Mustafi, aber für uns hat es nicht mehr gereicht. So, es gibt eine weitere Personalie. Ronneburg hat den Vertrag um 4 Jahre verlängert. Da haben wir ein junges Talent wieder gehalten. Und wir sind jetzt in der Vorbereitung am Ende angekommen. Das ist die Mannschaft fürs kommende Jahr. Und ja, wir werden hier schauen. Suarez beginnt auf der Position. Nick Schulz geht wieder in die Reserve zurück. Und das sind die Spieler für die erste Mannschaft. Im Tor Ron-Robert Zieler ist jetzt unser Mann. Hofstetter, den grüßen wir mal. Ist jetzt ein Mann für die Innenverteidigung. Der soll sich aber erstmal in der Reserve einspielen. Hochgezogen haben wir hier noch den Pjalic. Pjalic, so heißt er. Der soll seine Chance kriegen. Jahre jung. Warum nicht? Es ist seine Saison vielleicht. Ja, stürmertechnisch haben wir jetzt Giffalsen hier dabei. Conor Wickham, die werden sich um die Plätze 3 und 4 streiten. Das System behalten wir bei dieser Saison. Ich wollte zwar mal versuchen, mal Systemwechsel durchzuführen, aber in der angeschlagenen Position, in der wir uns jetzt befinden, können wir das nicht machen. Und wie wir sehen, werden wir vor einer ganz schweren Saison stehen. Aber jetzt haben wir hier Geld, was wir gut einsetzen können. Wir können also hier noch was machen. So, da haben wir jetzt überall was und ich gebe noch mal ein bisschen rüber in die Gehältergeschichte. So. Jetzt schauen wir mal auf den Rest der Saison, wie es jetzt aussieht. Ein bisschen Luft ist noch, aber wir haben uns da Gott sei Dank jetzt schon mal ein wenig besser aufgestellt. Jetzt will ich noch mal schauen. 10 Millionen hätten wir jetzt nochmal. Da schauen wir mal auf den Transfermarkt einfach mal rein. Was da jetzt alles, was es da alles so gibt. Können ruhig mal vom Alter her ein bisschen älter rangehen. Gut, gehen wir mal vom Marktwert. Schauen wir mal kurz durch, wer da so ist. Ich wollte nur mal gerade gucken, gibt es da auch jemanden zu leihen? Können wir mal gerade machen. Zwei Spieler werden zu leihen. Einmal hier der Celli. Und Rodrigo. Na gut, okay. Machen wir das mal weg. Dann gucken wir nochmal durch. Das wäre nochmal ein Mann hier. Willy Bulli. 1,86 groß. Von Atletico Madrid. Den könnte man auch mal versuchen. Ja, müssen wir mal gucken, ob er da drauf eingeht. Damit würde dann die Mannschaft stehen. So gehen wir in die zweite Saison. Beim nächsten Spiel DFB-Pokal werde ich euch ein bisschen mehr zur Mannschaft sagen.
Ich weiß, es wird Kritik hageln für den Verkauf von Max Münch. Ich weiß, es wird Kritik hageln für den Verkauf von Max Reimann. Das waren nun mal zwei Abonnenten. Das war ja für mich auch eine Bindung zu euch, zur Community. Aber ihr wollt ja auch in dem FM weiterleben. Und wenn ein Max Münch vom HSV ein Angebot kriegt, muss er doch reagieren. Muss er doch auch mal eine Chance kriegen. Ich schaue mal gerade, ob der HSV noch dabei ist. Nee, der HSV ist abgestiegen. Das heißt, der HSV spielt in der zweiten Liga. Und warum soll nicht Max Münch da eine Chance kriegen? Warum nicht? Denn ich denke, die werden jetzt auch einige Spieler verloren haben. Seht ihr schon Max Münch irgendwo? Ich weiß nicht, ist er schon gewechselt? Oder haben sie den für die zweite Mannschaft geholt? Das kann natürlich auch sein. Aber da sehe ich ihn auch noch nicht. Nee, kann sein, dass er noch nicht gewechselt ist. Also ich sehe ihn noch nicht hier drinne.